Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer 29 Uhr Folge. Willkommen zu FIFA 20 Mobile. Ich habe gerade RB Leipzig gegen Bayern 04 Leverkusen geguckt und bin dabei eingenickt. Bin wirklich voll weggeratzt, Leute. Und ich wollte eigentlich schon die Folge heute Mittag aufnehmen, aber ich bin die ganze Zeit nicht in FIFA Mobile reingekommen. Ich habe schon gedacht, ja komm, mein Plan war es, nach dem Spiel Leverkusen gegen Leipzig ja eine Draft-Challenge aufzunehmen mit FIFA Renders, aber ja, ich bin jetzt hier wieder reingekommen. Anscheinend funktioniert wieder FIFA Mobile und das freut mich natürlich sehr, weil ihr habt ja gesagt, ich soll mir noch das andere Karnevals-Pack kaufen, wo ich noch einen weiteren Karnevals-Elite-Spieler bekomme. Und dieses Pack werden wir heute auch kaufen. Hier 18 leere Masken, das wäre auch geil, wenn wir hier Maskerade noch ein paar Pünktchen bekommen. Aber erstmal wollte ich hier zum Haupt-Event, weil ich da halt, wie gesagt, die ganze Zeit nicht spielen konnte. Ich habe noch gar keine meine Masken ausgegeben. Ich weiß nicht, ob ich den guten Aguero noch schaffe. Ich hoffe ja. Der ist jetzt ein bisschen günstiger geworden, so wie ich das mitbekommen habe. Ich werde aber die ganzen Masken halt noch früher oder später, also das Event läuft ja noch 5 Tage, soweit ich weiß, ne? Und morgen gibt es ja sowieso das große Update. Also ich weiß nicht, wie wir das morgen machen mit der 20 Uhr Folge. Ich denke mal, ich werde morgen eine Challenge machen. Ich hätte vielleicht Lust auf eine Zirkzee-Challenge, Leute. Hättet ihr auch Lust drauf? Stimmt mal oben rechts in der Infokarte ab, eine Zirkzee-Challenge, der neue Bayern-Star, sage ich mal, der nächsten Wochen, weil Lewandowski ist ja 4-5 Wochen jetzt verletzt und am Wochenende hat der Zirkzee auch wieder richtig gute Leistung abgerufen. Übrigens gibt es jetzt für jeden Turniersieg 200 Vorteilspunkte, da ich vorhin nämlich noch die Vorteilspunkte bekommen habe, beziehungsweise wo ich mich gerade eingeloggt habe. Da kam die Meldung, Ligaturnier gewonnen und jetzt sage ich 256. Das heißt, man kommt relativ, also man kommt schneller voran als halt noch vor dem Vorteils-Update, sage ich mal. Genau, das Mega-Update morgen wird, wenn ich mich richtig informiert habe, um 22 Uhr kommen. Ne? So 22 Uhr wird FIFA Mobile offline gehen für eine Stunde, für eineinhalb Stunden. Vielleicht wahrscheinlich für einen halben Tag, so wie wir EA kennen, aber EA hat zwar getwittert, eine Stunde circa, aber mal gucken, Leute. Also morgen um 20 Uhr gibt es dann eine Zirkzee-Challenge, ich habe ihn gerade eben schon gekauft. Was wir in der Challenge machen sollen, das nützt mir jetzt zwar nichts mehr unten in den Kommentaren, dass ihr es reinschreibt, das heißt, ich nehme einfach einen Vorschlag von der letzten Folge, vorletzten Folge, wo wir halt eine Challenge gemacht haben, da habt ihr eh zahlreich kommentiert. So, jetzt habe ich aber lange genug rumgeschnackt. Karneval Spezial 3. Weitere Packs werde ich hiervon nicht kaufen. Ich habe ja gestern schon Shiro Immobile gezogen, Leute. Die Reaktion, oh, das war herrlich. Muss ich einfach sagen, das war so, so geil, als ich diesen Shiro Immobile als 97er Spieler im Pack hatte. Das sah, ganz kurz, das sah hier so aus. 25, 25 und... Ja, ah, da ist er! Und wir könnten ihn ja heute rein theoretisch nochmal ziehen. Oder einen Richarlison. Also eigentlich interessiert mich nur wirklich ein Shiro Immobile, dass wir ihn zum zweiten Mal bekommen. Also wenn wir den heute zum zweiten Mal ziehen, dann weiß ich auch nicht, Leute. Ihr habt es gefordert, dieses Pack hier, dass ich dies ziehe. Und endlich ist es mal auch ein Pack, was einigermaßen okay ist, sage ich mal. Was man auch verkraften kann, wenn man so ein Pack öffnet, ne? So, schauen wir mal rein. Karneval Spezial 3. Ich hoffe, EA kickt mich jetzt hier nicht raus, weil dann sehen wir halt nicht, welchen Spieler wir drin haben, sondern der ist automatisch im Verein und das ist gar nicht geil. Also EA, bitte. Ey, jetzt mach keinen Scheiß. Ja, danke, danke. So, also ist schon schlimm genug, dass man dafür eigentlich Danke sagen muss, ne? Die EA-Server sind absolut Müll. Wirklich, sind absolut Müll. Let's go, Karneval Spezial 3. Welchen Spieler bekommen wir? Ruben Hennings. Ruben Henning, 87, ja, gar nicht gut. Werde ich nicht spielen, brauche ich nicht, ist auch nichts wert. Werde ich einsetzen, um meine Spieler dann irgendwann zu trainieren. Oder für SBCs. Okay, da könnte er vielleicht wieder gut sein. Ruben Hennings, den 87er. Also okay, werde ich mir erstmal behalten. So, Jungs und Mädels, lasst uns eine Maskerade-Siegesserie starten. Meine höchste Siegesserie, ich traue mich gar nicht zu sagen, waren 3 Siege, glaube ich. Aber, ja, nee, das ist halt Maskerade, weiß ich nicht. Ich komme da irgendwie nicht klar. Obwohl es eigentlich nicht anders ist als das normale Versus-Angriff, muss man halt auch dazu sagen.
Heute will ich unbedingt die Masken haben, die leeren Masken, und ich krieg als ersten Gegner einen 117er zugewiesen. Das ist doch, also, nee, also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. 117, wie viel Chemistry hat er gehabt? Auch 190 oder 117? 210, ja moinski! Was hatte ich gerade gesagt? Ich will eine Siegesserie hinlegen. Ich glaube, die Siegesserie kann ich mir mit dem ersten Spiel hier schon abschminken. Alter, also nee, das ist schon wieder... Ich könnte hier schon wieder ausrasten. Wenn ich sowas sehe, ne? Als ersten Gegner direkt so einen zugewiesen zu bekommen. Das macht mega Spaß, Leute. Also Maskerade, perfekt, Mann. Perfekt. Wings, ich versuch's trotzdem natürlich, Leute. Ist ja klar. Man sollte trotzdem niemals aufgeben. Man weiß ja nie, wie der Gegner die Chancen rausspielt. Es kann ja auch ein kompletter Random sein, sage ich mal. Und der gar nicht gut spielt versus Angriff, kann ja auch immer passieren. Also man sollte sich von der Bewertung nicht abschrecken lassen. Ne? Aber 2-2, es sieht erstmal okay aus. Jetzt führt der Gegner wieder Mbappé mit dem 3-3. Wenn ich halt so weitermache, könnten wir es sogar schaffen, den Gegner zu besiegen oder einen Unentschieden rauszuholen. Somit zählt das Spiel ja nicht. Und man kann dann noch ein weiteres Spiel spielen, 4-5. Aber alleine schon wegen den Chancen hat der Gegner massive Vorteile. Messi mit dem 5. Tor, 5-7. Das sieht nicht so gut aus, nicht so lecker. Messi. Wichtig. Ab ins Auskommen, gönnt nochmal eine gute Chance. Okay, der Gegner ist frei und macht das 8. Tor. Wenn jetzt alles gut läuft, dann könnte ich vielleicht noch schaffen. Aber jetzt mit dem 9. Tor schaffe ich sowieso nicht mehr. Ja, 6-9. Ich verliere das erste Spiel. Und ja, gibt es noch ein 2-0? Nein, gibt's nicht, weil es Maskerade hört nach der ersten Niederlage auf. Das schmeckt natürlich umso mehr, Kappa Klaus. Hä, ich habe jetzt zweite Chance bekommen. Hat man das schon immer bekommen? Niederlage. Ausgeschieden, zweite Chance. Ah! Ist das jetzt auch neu oder gab es das damals auch schon? Weil sonst hatte ich eigentlich immer ausgeschieden bekommen und nicht die zweite Chance. Also da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob es das schon gab oder ob es das jetzt neu ist. Aber ich glaube, das hatte ich noch nie bekommen, die zweite Chance. Und deswegen freue ich mich jetzt darüber, dass ich jetzt nochmal spielen kann. So, mal gucken, was der Gegner jetzt für eine Bewertung hat. Ich hoffe, der übertreibt nicht wieder wie der erste Gegner. Schauen wir mal. Bitte, 113 ist noch in Ordnung. 114 vielleicht auch noch. 107, das schmeckt. Jetzt bin ich mal derjenige, der ein besseres Team hat und einen besseren Chemistry-Wert. Das freut mich. Ja, auch zwar, wenn ich jetzt aus der Gegnersicht diese Partie ansehe, dann ist es natürlich wiederum überhaupt nicht fair. Dann ärgert er sich jetzt wahrscheinlich in diesem Augenblick gerade, weil wieso er mich als Gegner bekommen hat. Aber ich habe mich gerade geärgert, wieso ich diesen 117er Gegner bekommen habe. Also irgendwie, EA muss sich da was anderes einfallen lassen, meiner Meinung nach. So, 3-0. Oder man sollte einfach jedem Gegner die gleichen Chancen geben, was auch wieder eigentlich keinen Sinn macht, weil wieso spielt man sich denn ein besseres Team raus und dann hat man trotzdem die gleichen Chancen. Nee, keine Ahnung, was man da machen könnte. Aber das ist auf jeden Fall Fakt, dass wir jetzt hier dieses Spiel gewinnen werden. 6-1. Messi mit dem 7. Türchen hier. Und wenn wir es so weiterspielen, dann wird es natürlich zweistellig. Und ja, das schmeckt nach so einer Niederlage ja, beim ersten Spiel schmeckt das schon. Ne? 8-3. Und ich werde das Pack auch direkt öffnen. Vielleicht haben wir ja das Glück und kriegen wir gleich die leeren Masken. Weil ja, Max würde ich aber auch mitnehmen. Also ich würde Maskerade auf jeden Fall noch weiterspielen. Weil umso mehr Spieler jetzt man derzeit hat, desto besser ist es ja, weil SBCs kommen raus und für SBCs braucht man halt Spieler und am besten auch High-Rated Spieler, weil es wird sicherlich auch SBCs geben, wo man mal ein ordentliches, gutes Team nutzen muss für die SBC. Genau, 12-4, das ist der erste Win hier für uns und das schmeckt. So, wir probieren direkt, komm, ich nehme goldene Mitte, nee, nehme ich nicht, ich nehme links oben, gönn. Mit dem Gladbach-Trikot kann ich jetzt nichts anfangen. Masken oder Max, bitte. EA gönn. Obwohl EA gestern schon gegönnt hat und das ist das Borussia Mönchengladbach-Trikot. Ja,
Moin, es ist zwar eine Belohnung, aber mit der Belohnung kann ich halt nicht so viel anfangen. Mit dem Gladbach-Trikot werde ich nicht spielen. Es ist zwar nice to have, sage ich mal, aber ja. Maskerade werde ich noch weiterspielen, aber jetzt hier nicht mit euch gemeinsam, sondern privat weiterspielen. Genauso wie die Karnevals-Events, also die Skillspiele. Gegen CPU werde ich noch spielen, die Werbung gucken und so weiter und so fort. Sodass wir dann noch weitere leere Masken bekommen. Und ich hoffe, dass ich auch irgendwie noch Aguero zustande bekommen kann. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich werde es mir nochmal angucken, ob ich dann nochmal einen schmalen Taler investiere. Weiß ich auch noch nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass das Update morgen hoffentlich geil wird in FIFA Mobile und wir einige neue Sachen zum Zocken haben. Vielleicht kommt ja auch FIFA Mobile Draft raus und EA hat es bloß nicht angekündigt. Wie geil wäre das, Leute? Ohne Witz, ne? Ich bin raus, haut rein und tschüssi!